Zu Gast im vollgestopften Quartier Latin an der Potsdamer Straße ein Knüller besonderer Art. Die Top-, Pop- und Rockgruppe aus ostdeutschen Landen, die Pudis. Mit einem flockigen Deutschrock à la DDR, gewissermaßen locker vom Hocker. Nach ihrem spektakulären Auftritt in der Hamburger Fabrik im November vergangenen Jahres werden die Pudis inzwischen auch bei uns gehandelt. Ein Schallplattenverlag hat sich gefunden und demnächst soll die erste LP hierzulande auf den Markt kommen. In der DDR kennt sie selbstredend jedes Kind. Dort wurden mehr als 700.000 Schallplatten verkauft. Regelmäßige Sendungen in Funk und Fernsehen gehören zum täglichen Brot der beliebtesten Pop-Rock-Gruppe aus Ost-Berlin. Übrigens, der Name Pudis signalisiert die Anfangsbuchstaben der fünf Musiker aus der DDR, die schon am 19. Februar eine Tournee durch die Bundesrepublik antreten werden, mit Stationen in Hamburg, Bremen und München. Gibt es einen Unterschied in den Reaktionen des Publikums? Naja, ich glaube, einen kleinen Unterschied gibt es schon bei uns. Als wir jetzt im Friedrichstadt Palast waren, da war natürlich auch eine sehr große Reaktion. Aber ich glaube, hier bei euch im Quartier Latern war die Reaktion noch größer. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir für die Leute hier neu sind und irgendwie was Besonderes oder so. Ihr seid zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Darf ich mal fragen, wie die Rockszene in der DDR überhaupt ist? Wie kommt man an die Spitze? Möchtest du? Tja, man muss arbeiten. Wir haben also erst eine Schule besucht, Spezialschule für Tanzmusik in Friedrichshain bei Herrn Peugert und haben dort unseren Berufsausweis praktisch gemacht und nun haben wir schon seit einigen Jahren eigene Titel produziert, komponiert und produziert und haben uns also tapfer seit einigen Jahren an der Spitze gehalten. Ja, dann haben wir das Glück gehabt, in den Geschmack der Leute zu treffen. Das ist eigentlich ein bisschen Glück gewesen von uns. Und ist der Geschmack der Leute hier anders? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Geschmack der jungen Leute ist überall gleich. Alle Fans, die solchen Deutschrock mit Seele mögen, sei dies ins Gedächtnis geschrieben. Die Pudis sind am 12. Februar in den Musikladen geladen. Hier einer der bekanntesten Titel aus der Filmmusik von Paul und Paula. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Ja.